angekommen bei unserer nächsten Aufgabe. Und wie das so ist in einer Fernsehshow, selbstverständlich müssen wir natürlich auch die Kandidaten ganz genau unter die Lupe nehmen. Unter anderem mussten sie natürlich eine Dopingprobe bei uns abgeben. Oder sie machen das einfach jetzt. Denn Aufgabe Nummer 1 lautet wie folgt. Wer von euch würde denn eine Urinprobe abgeben? Das ist ja erstmal noch ganz human, ne? Also, wenn ihr noch da dabei seid, dann buzzert jetzt! So, 48 sind noch mit dabei. Das ist noch eine sehr starke Zahl. Aber was würdet ihr sagen, wenn ihr diese Urinprobe auch noch mit Kohlensäure versetzen müsstet? Wer ist denn jetzt erstmal noch dabei? Buzzert jetzt! Da sind noch 46 mit dabei. Aber was ist denn, wenn ihr damit das Gesicht benetzen müsstet? Wer ist dabei? Dann buzzert jetzt! Carsten? Schon mal gemacht? Oder warum noch dabei? Eigenurin ist sehr gut für die Haut. Gut für die Haut. So, auch mal die positiven Dinge sehen. Absolut richtig. Gut für die Haut, natürlich. So, aber jetzt kommt, ich würde sagen, fast mein Lieblingsteil an dieser Aufgabe. Denn wer von euch würde denn auch noch Hey Pippi Langstrumpf gurgeln? So, na womit? Ja. So, wer ist noch mit dabei? Dann buzzert jetzt. Es geht um 3.000 Euro. Das heißt, so langsam 7 war aus, ne? Kommen wir mal zum letzten Teil. Vielleicht kann es sich auch schon jemand denken, denn den Rest würdet ihr dann auf Ex trinken. So, ja, das ist Balls. Herzlich willkommen, es geht um 3.000 Euro. Buzzert jetzt! Sechzehn sind noch mit dabei. Hat das schon mal jemand gemacht? Wirklich? Tugay hat's schon mal gemacht. Also wenn ich jetzt von einem das nicht erwartet hätte, dann von dir. Warum? Wann? Wie war's? Eine Kundin von mir hat's gemacht und dann habe ich gesagt, ich mach's mal. Und da hat sie mich drauf die Woche angesprochen, bin ich auf Toilette gegangen, hab's gemacht. Weil ich hab's ja versprochen. Ja. Und? Wie war's? Ganz ehrlich, es gibt schlimmere Sachen. Ich hab tatsächlich auch nochmal gedrückt, weil ich habe ja nur ein bisschen genommen. Ich, okay, jetzt habe ich probiert und ja, komisch. Und es soll ja tatsächlich, wie der Carsten gesagt hat, gesund sein. So, ja, genau. Das ist so. Das mit dem Singen hier. Bitte? Hier, Pippi Langstrumpf, ich kenne das nicht. Also. Ja, das ist das größte Problem von Tugay, dass er Pippi Langstrumpf nicht kennt bei der Aufgabe. Fantastisch. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal wieder bieten. Wer würde es denn machen für 1.000 Euro? Eine schöne Urinkur. Wer ist noch mit dabei? 1.500. Wer ist noch mit dabei für 2.000? Fantastisch, komm zu mir runter! Gürkan! Gürkan, du bist mit dabei? Ja, danke. Warum bei der Aufgabe für... Ich habe mir vorgenommen, ohne Kohle nicht nach Hause zu gehen, weil ich eine Fußballmannschaft in Köln trainiere und ich habe den Jungs Phantasialand versprochen. Aber hast du denen auch gesagt... Was da oft, also, du googelst jetzt als Urin, ne? Ich weiß. Ja. Was ist das für eine Fußballmannschaft? Das ist die U12 von Adler Delbrück. Die U12, das heißt, das sind 10- und 11-Jährige, denen du erklären musst, hör mal, der Coach, der hat Geld gesammelt. Und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise. Wie erklärt man denen das? Wahrscheinlich genau so, wie du es gerade machst. Genau. Nämlich gar nicht. Ja. Okay. Pass auf, der Papa hat einfach Geld mitgebracht, egal wie. Ich verrate es euch nicht. Genau. So, ich würde sagen, du kannst schon mal deine Probe abgeben. Dort hinten geht's lang. So, ich glaube, es geht gleich los. Dafür ist wirklich dieser Paravent ideal, ne? Es ist wirklich, also, man kann eine Stecknadel fallen hören, Gürkan. Es ist an Spannung nicht auszuhalten. Ach so, es geht los. Entschuldigung. Warte. So. Klappt's denn? Ja. Gürkan, 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 Gürkan. Kommt was?
Ja, fertig. Ach, guck! Gökhan! So, dann bring mal mit das gute Zeug. Hier ist Gökhan. Fantastisch, Gökhan. Du kommst woher? Was machst du beruflich? Ich bin Betreuer von demenzkranken Leuten. Und komme aus Bonn. Du kommst aus Bonn, fantastisch. Ja. So, hier unsere Flugbegleiterin, die wird jetzt gleich anfangen. Du darfst jetzt deine Probe einmal bitte in den Trichter füllen. Ja. Das ist an Spannung nicht auszuhalten. Dann darfst du den Trichter rausnehmen und nebenlegen. Einfach draufdrehen erstmal. Wenn du mitmachst, machen wir halbe. Ja, das ist, es ist sehr verlockend, aber ja, es ist... Es ist sehr verlockend, ja, in dem Fall, ich würde glatt verzichten. Ich würde verzichten. Und jetzt einmal umdrehen, weil du musst die Kartusche jetzt noch ganz festdrehen. Genau, einmal festhalten und das längliche hintere, nein, das, ja. Und ganz festdrehen. Ist fest. Weiter drehen, bis es nicht mehr geht. Also, liebe Zuschauer, die Anleitung und das Rezept, die können Sie auch nochmal bei pro7.de dann abrufen. Da ist nochmal alles ganz genau beschrieben. Okay. So, jetzt musst du das Glas festhalten, weil ansonsten würde es vom Druck wahrscheinlich umfallen, bevor du damit anfängst. Und ich wünsche dir ab jetzt gleich viel Spaß. Du musst dann auf den Hebel drücken. Bisschen tricky. Ja, ja, mach. Es sieht wirklich... Das ist wirklich wie ein Karneval, ne? Ich trinke sehr gerne Fassbrause, es sieht endlich. Das ist so, ja. Moment, du musst erst gurgeln, ne? Okay. Denk an Pippi Langstrumpf. Also ich dachte erst... Wie genau, du benetzt jetzt das Gesicht, dann wird gegurgelt, ne? Also jetzt wird erst benetzt. Wie denn? Einfach... Nein, das musst nimmst du so ein bisschen auf die Finger. Genau. So, und dann einfach genau hier. Und, wie ist es? Ey, das riecht echt nicht schlimm. Also es ist wirklich, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. No problem, echt. Das ist Gürkans Morgenroutine ab morgen. Jeden Morgen steht er auf, Kohlensäure in den Urin und ab auf die Haut. So, du bist zufrieden? Ja? Alles dann gut. Kann gegurgelt werden, würde ich sagen. Pippi Langstrumpf, du erinnerst wie dich lange? Dran? Bis ich sag Stopp. Bis ich keinen Bock mehr hab. Du bist fast mit deiner Fußballmannschaft im Phantasialand. Noch ein bisschen. So, dann schluck runter das gute Zeug. Der letzte Rest noch. Und schon bist du ein Gewinner. Gürkan. Fantastisch. 2000 Euro hast du mitgenommen. Ich würde sagen, du kannst ins Phantasialand. Vielen Dank, du bist auch herzlich eingeladen. Ja, ich überlege mir nochmal. Übrigens, du stinkst ein bisschen nach Pipi. Aber ansonsten, vielen Dank, Gürkan.